Hä, mich greift so eine scheiß Drohne an. Was soll das? Was macht die? Ja. Die scannt jetzt, oder was? Mach, tut der Drohne mal nichts machen. Nee, die fliegt so komisch daher. Wenn ich den Ferretstaub abbaue. Was will die denn? Anzug. Ich kann mal jetzt zum Raumschiff, gell? Ja, den Scanner muss ich verbrennen. Okay. Kunststoff. Jo, okay, dann sieht es jetzt mal einigermaßen aus. Muss ich dann jetzt scannen für den, um zu dem Raumschiff zu kommen, oder wie ist das? Bei mir kam das automatisch jetzt nach einer bestimmten Zeit. So, was war Sauerstoff nochmal gut? Ja, jetzt für dein Leben. Okay, dein lebenserhaltende Martings. So, hallo und herzlich willkommen erstmal. Wir spielen No Man's Sky. Wir sind gerade etwas ruppig ins Spiel reingelassen worden, deswegen kommt jetzt erst die Begrüßung. Das Ganze spielt sich ab wie ein Open World Game, das im Weltall spielt und man sich eben quasi im Endeffekt machen kann, was man will. Natürlich überleben gilt es erstmal und es gilt dran, andere Planeten zu entdecken und eben andere Spezies zu treffen und Materialien zu entdecken und mit seinem Raumschiff zu reparieren, umherzufliegen. Und ja, es hat jetzt vor kurzem ein größeres Update bekommen, deswegen haben wir gedacht, wir testen es jetzt auch mal, vor allem weil es eben jetzt auch im Kurvenmodus geht. Das ist ziemlich nice. Und was sind denn das hier für Pflanzen? Habe ich irgendwas dazu vergessen? Gammagras. Alle, brauche ich Handschuhe dafür. Was für Handschuhe? Ja, um so ein komische Pflanzen abzupflücken hier. Was ist hier passiert? Beschädigte Maschinerie. Hast du das angefasst, Jörg? Oder hast du da was gemacht? Beschädigte Maschinerie? Nee. Ja. Ah ne, ich sehe dich da hinten. Raumschiff 500 Meter. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Also hier sind so Lebewesen eben. Und hier gibt es verschiedene Planeten. Hier ist jetzt eben ein Planet, der Strahlung uns aussetzt. Das heißt, wir müssen auch wieder direkt unseren Strahlenschutz bearbeiten und eben auch unseren Sauerstoff und alles beliefern. Dafür hat man so einen Scanner. Kann man die Gegend nach irgendwelchen Pflanzen und Sachen, die wir eben brauchen, scannen. Bist du schon mal im Flugzeug, Jörg? Ich bin gerade rein eingestiegen nach diesem Diagnosegedöns da. Hier zum Beispiel Ferritstaub brauchen wir, um diesen Laser, den ich hier benutze, um Materialien abzubauen, quasi wieder aufzufüllen. Der geht runter, der hat noch 22% jetzt. Dafür muss man Strahlenschutz wieder kümmern, dafür brauchen wir diese Natriumpflanzen. Boah, die Maus-Sensitivität tötet mich, man. Dann schießt du runter. Ja. Da hat's Natrium für meinen Strahlenschutz. Danach werde ich erstmal die Sensitivity etwas niedriger stellen. Oh, hier sind komische Bäume und alles. Bist du schon beim Raumschiff? Ja, ich bin gerade dort. Ich mache jetzt mal die Metallplatte, was mal. Oh Gott, wie war das? Achso, jetzt hier. Na, wie kann ich jetzt hier. Also ich finde aber trotzdem, also dieses dieses Menü und dieses Crafting-Menü finde ich ein bisschen fummelig, ehrlich gesagt. Ja, es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Aber wenn du da mal drin bist, denke ich, funktioniert das ganz gut. So, jetzt habe ich. Oh, was bin ich jetzt reingetreten? Aus was mal in dieses Diwasserstoff-Gelee.
Wie waren das? Aus wo sehe ich das? Wasserstoff wahrscheinlich. Diese blauen Dinger sind es, glaube ich. Ja, aber wo sehe ich aus, Oder braucht man dieses Craften, diese Crafting-Maschine dafür? Crafting. Wie war denn das? Salz. Ah, ich hab das schon. Was hast du schon? Ja, dieses Kiewasserstoffstelle, die hatte ich schon. Raumschiff, Impulsantrieb. Ne, warte mal, das war's nicht. Schubdüsen gedehnt. Reines Ferrit. Woraus mache ich reines Ferrit? Ferritstaub. Achso, da braucht man doch diese komische Ding, oder? Ja, ja. Wie war denn das? Baumenü? Z war das, gell? Tragbare Raffinerie. Ja, genau. Genau, da brauchen wir eine Metallplatte und 30 Sauerstoff. Ich habe beides noch nicht ganz. Also eine Metallplatte. Und dann brauche ich noch Sauerstoff. Ah, hier fliegen auch mal schön andere Flugzeuge rum. So, hast du hier die Kisten schon aufgesucht? Nee. Hat sie irgendwo Sauerstoff? C plus ist Kohlenstoff, gell? Vermutlich. Sauerstoff. Gute Frage. Ich sehe gerade nichts in der Dochter. C plus halt, aber keine Ahnung. Hier ist jetzt das Raumschiff. Okay, gehen wir mal rein. O2 da oben. Jetzt müssen wir quasi das Raumschiff reparieren, um von diesem Planeten runterzukommen oder eben woanders auf den wieder zu lesen. Wir kommen jetzt am besten dahin. Hermetische Siegel braucht man, Metallplatten. Ach so, was man vielleicht noch sagen muss, wenn ihr das Spiel anfangt, dann ist hier am Anfang, wenn ihr zu dem Raumschiff kommt, so eine Kugel, wo du ein Notrufsignal losschicken kannst. Das müsst ihr euch, da müsst ihr euch am Anfang halt entscheiden, weil wenn ihr das aktiviert, aktiviert ihr damit die Storyline von dem Spiel. Also wir wollen das jetzt hier extra nicht machen, weil wir hier, glaube ich, eher auf erkunden und einfach mal rumprobieren und mal sehen, was das Spiel so hergibt. Aber die Storyline, weiß nicht, interessiert uns jetzt eigentlich nicht so. Wenn dann, wie ich jetzt quasi sagen wollte, wenn ihr die Storyline aktivieren wollt, dann müsst ihr das einfach aktivieren, das Teil, und wenn nicht, dann halt nicht. Jo. Ich habe ja endlich mal Sauerstoff gefunden. Da muss man Multiwerkzeug reparieren. Technologie aufgeladen. So, was haben wir hier noch? Da oben ist eine Natrium. Hä, wo bin ich denn jetzt schon wieder? So weit weg? Da, da. Sauerstoff, no, hier komme ich, glaube ich, nicht hoch. Oh, sogar zwei. Lebenserhaltung. Oh, guck dir mal den Himmel an. Geht meine Lebenserhaltung automatisch runter, das verstehe ich nicht. Geht die immer runter? Ist das so wie Hunger oder was? Keine Ahnung. Guck dir mal jetzt an, die Farben. Das sieht mal krass aus.
Staub. Da sind ein paar Raumschiffe gerade oben. Ja. Ne, Ferritstaub war für was? Kohlenstoff war zum Reparieren immer, gell? Von dem Minenlaser. Ja, oder? Ich hab's da auch noch. Verdichteter Kohlenstoff. Was ist das? Jetzt mal meinen Gefahrenschutz wieder hoch. Lebenserhaltung, Sauerstoff. Ja, so viel habe ich jetzt aber noch nicht. Da müssen wir dann nämlich nachher aufpassen. Man hat quasi so einen super Antrieb, der halt wesentlich schneller ist. Aber der verbraucht natürlich auch speziellen Treibstoff. Und ohne den ist dann echt Käse irgendwann. Und CO2, da hinten ist nochmal CO2. Kriegt mein Leben irgendwie nicht hoch. Probier mal, ob du das benutzen kannst. Multiwerkzeugerweiterung analysieren. Also denn die Startschubkissen habe ich repariert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt das für mich aktualisiert hat. Oh. Ich habe hier ein Feld mit Sauerstoffpflanzen gefunden. Oh, da hat sich was kurz das. Ich muss diese Platte bauen, gell? Erstmal. Bauen Metallplatte, ja. Nanorohr. Kohlenstoff Nanorohr. Metallplatte herstellen. Warum brennt mein Raumschiff? Das ist deins. Meinst du, so. Das was schon nicht mehr so kaputt aussieht? Raumschifftechnologie, Impulsantrieb, reparieren. Jetzt fehlt noch das hermetische Riegel. Siegel, okay, Riegel. Frage ist, wo finden wir das jetzt? Ich brauche reines Ferrit und die Wasserstoffgelee. Ja, das die Wasserstoffgelee muss, glaube ich, abbauen. Ne, ich habe eins hergestellt. Kannst du das nicht von mir benutzen? Warte mal. Ne, das habe ich noch nicht probiert. Ich muss jetzt immer. Hier, die Wasserstoffgelee. Das brauche ich noch reines Ferrit da, das muss ich an diesem Gerät machen. Ne? Warte mal, funktionstechnisch. Tüchtig. Ich hatte so eine komische Pflanze gerade angefallen. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Jetzt kann ich Unterstützung anfordern. Ist es dann das Quest oder was? Ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Ich mach's mal jetzt. Empfehlung. Iterationsvergleich zeigt hermetisches Siegel in der Nähe. Navigationsdaten aus Notrufsignal Lagerbergen. Oh, mein Mühle ist auf dem Arsch. Muss ich jetzt. Muss ich das Quest jetzt doch starten, oder was? Wo ist denn dein tragbares Teil hier? Ist das, oder was? Okay, wie viel braucht man von den reinen Ferrit? Das hab ich auch nicht, das hab ich vergessen. Hermetisches Siegel. Ne, das brauche ich nicht hier. 50 reines Ferrit oder was? So viel.
heißt zu viel. Kannst du mein Ding jetzt benutzen? Sag mal. Ja, ja, geht. Ich find's nur gratis. Wo ist? Da ist. Oh Gott, hier steht so der große grüne Laser nach oben schaut. Achso, warte mal, wo ist jetzt? Ferretstaub muss ich da rein, gell? Müsste sogar noch drin sein. Ja, hab ich glaube rausgenommen. Treibstoffvorrat, Ausgabe, Start. Wie viel waren es? 50? Ja. Na, ich soll es vielleicht auch rausnehmen. Ja, soll ich das jetzt mal probieren mit diesem Notruf-Scheiß? Ne, müssen wir wahrscheinlich. Muss man ein brennender Haufen Scheiße. Da. So, reparieren. Startschubdüsen. Ich weiß nicht, ich. Wie krass ist das denn? Hast du es gesehen? Total der riesen Laserschwert oder was? Luke, ich bin dein Vater. Zoom, 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 zoom. Ja, aber ich würde mal behaupten. Geht dann vielleicht mehr von dem Energie weg. Signalbooster. Hier ist die beschädigte Maschinerie. Kann das das sein, dass da das drin ist? Nein. 150 Wo? Meter entfernt. Vielleicht ist da das Ding drin. Der verbesserte Scanner, wie hast du den gebaut? Multiwerkzeug. Und dann ein freies Ding anklicken. Ich hab das Siegel. Elf Nani-Taufen wurden auf dein Ding eingezahlt. Ich kann den Stuhl drehen, oder was? Was ist ein Stuhl? Naja, hab's auch jetzt, ja. So. Achso, da kann man quasi so Sets zusammenstellen und die dann hochladen. Da ist mal was ich noch. Hat auch hier keiner was scannen. Ist alles repariert. Also gut, Flugzeug sieht gut aus. Raumschiff, Flugzeug.
Alle Systeme funktionieren. Suche Antwort in den Sternen. Hebe ab mit W. Na Gott, dann. Wie bremsen? Es? Aber du kannst schon mit, glaube ich.